Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD-Devisenradar am Donnerstag, 8. Oktober, 9:30 Uhr. Wir wollen den Markt beobachten, der sich hier schon recht volatil zeigt. Wir sehen Zugewinne auf Euro-Front und das relativ breit. Wenn wir uns hier die Heatmap anschauen, sehen wir ja sämtliche Euro-Pairs profitabel unterwegs, schon am heutigen Handelstag. Soll heißen, warum ist der Euro heute so stark? Wieso zieht er nach oben? Nun, weil die technische Ausgangslage sich hier mehr und mehr verbessert. Die Frage ist eben, ob das Ganze nachhaltig ist. Das wollen wir uns jetzt mal ein Stück weit am Beispiel des Euros gegenüber dem Australdollar näher anschauen, der ja unlängst schon sehr, sehr bullisch daherkam. Auch hier hatten wir schon vor längerem mal auf ein interessantes Setup hingewiesen im Sinne markttechnischer Strukturen. Jetzt wollen wir aber mal das große Bild beleuchten von unten, oder besser gesagt von oben herab, nämlich vor dem Hintergrund, dass wir hier sehen, dass die Aufwärtsstruktur des Währungspaares hier seit Mitte 2012 schon sauber nach oben weist und wir hier insbesondere nach mehrmaligen Versuchen, diesen großen Abwärtstrend, den wir hier sehen, den mehrjährigen Abwärtstrend, einen Versuch 2014, einen Versuch Anfang 2014, der letzte dann hier sogar 2008 erst, aber diese Abwärtstrendlinie konnte hier überwunden werden, Mitte 2015 und auch hier ein neues Mehrmonatshoch markiert werden, das speziell im vergangenen, halt im August dieses laufenden Handelsjahres, konnten wir hier das Hoch vom Dezember 2014 signifikant überwinden. Neues Mehrmonatshoch, bullische Ausgangslage, dann lief das Paar hier auch direkt in diesen Horizontalwiderstand rein. Sie sehen hier dieses Level, absolut relevant, der Bereich 1,5550, 1,5565, plus minus 10, 20 Pips hier auf Wochenbasis, überhaupt keine Rede. Aber dieses Level, Sie sehen, das war eine Price Action Zone. Hier haben die Marktteilnehmer regelmäßig Pakete hin und her geschoben und genau da sind wir eben hier im Sinne des Ausbruchs vom August rangelaufen. Es gab eine direkte Fortsetzung, dann gab es hier diese starke Volatilität vom Ende August im Sinne des ja, leichten Crashs am Aktienmarkt. Da geriet auch der Euro gegenüber dem Australdollar ein Stück weit unter die Räder. Wir sehen das hier an dieser sehr, sehr skurril sich darstellenden Kerze. Nichtsdestotrotz wurde das Level 1,5565 rund gehalten, denn die Woche drauf hier gab es dann wieder einen schönen Impuls. Seither konsolidieren wir auf hohem Niveau seitwärts, aber wir haben hier unter technischen Gesichtspunkten ganz klar ja, eine Aufwärtsstruktur, ein Aufwärtslevel entwickelt, was hier nach Fortsetzung schreit und oberhalb dieses Levels 1,5565, speziell oberhalb des laufenden Wochentiefs, das liegt hier bei 1,5495, sind die Aussichten für ja, weiter anziehende Preise durchaus gegeben. Faktisch aber konsolidieren wir hier die Lage, denn wenn wir die Wochenkerze hier von Ende August nehmen, können wir das Ganze gut in einer Range darstellen. Also alles, was hier läuft, ist inside. Das heißt, die Preisbewegung spielt sich hier neben diesem großen Kerzenkörper bzw. hier Kerzen dort auf der Oberseite von Mitte August, Ende August, hier speziell in der Kerze von speziell Ende August ab. Und das ist genau das, wo man sagt, innerhalb dieser Zone ist hier ein weiteres Hin- und Herpendeln möglich. Brechen wir allerdings aus, speziell hier als Marken, das Hoch der Kerze 1,6152, darüber würde es sehr bullisch werden. Unterhalb von 1,5598 hingegen wieder ein Stück weit bärischer und das sollte man hier auf Wochenbasis sicherlich sehr, sehr gut im Auge behalten. Wir haben jetzt hier mit dem Scan in den Tagesschart die Situation und da führen wir jetzt mal hier die Situation fort der Impulsbewegungen, dass wir die Situation im Konsolidierungsmodus eben auch einfangen. Und das ist schön zu sehen, dass wir gestern schon, der Australdollar ja gestern sehr stark, hier einen Spike nach unten gesehen haben. Also die untere Grenze dieser Range wurde schon angetestet, aber mit der heutigen bisherigen Erholung sieht das alles noch recht konstruktiv aus, sodass die jüngsten Verluste hier nicht als große Trendwinde interpretiert werden müssen, sondern Sie erinnern sich 1,5565 hier diese Zone, ist jetzt im Tagesschart nicht eingezeichnet, aber Sie wissen, können wir ja doch nochmal ergänzen, dass genau dieses Level eben Bestätigung fand und wenn das gehalten werden kann, wenn es dabei bleibt, dann sieht es gut aus, dass der Preis in Kürze wieder aufdrehen dürfte. Hier unten möglicherweise ein kleiner Fakeout an alle Bullen, die ja hier schon einen Einstieg gesucht haben in die Konsolidierung, dann sicherlich ihre Stops hier unter den letzten Verlaufstiefs hatten, sowohl hier von September als auch von August. Und die sind mit Sicherheit abgeholt worden. Und das ist immer eine sehr gute Ausgangslage, um jetzt hier einen Aufwärtsimpuls zu starten. Ausgehend von der Box, ausgehend von dem kleinen möglichen Fakeout auf der Südseite, jetzt eben einen Aufwärtsimpuls denkbar, der sich weiter fortsetzen dürfte. Die heutige Kerze als insofern
kein Single Part, sondern eher die Situation, dass man hier mit relativ engem Risiko sehr gut an einer Aufwärtsbewegung partizipieren kann, die im Sinne dieser abwärtsgerichteten Konsolidierung hier nicht unbedingt zum Ausbruch aus der Range führen muss, aber kurzfristig in jedem Falle Zugewinne erlaubt. Und zur Absicherung, wie gesagt, wäre das gestrige Tagestief engmaschig gedacht, also aggressiv der Stopp direkt bei 1,55 beispielsweise, 1,54,90. Konservativer gesehen könnte man den Stopp dann auch deutlich tiefer setzen, aber das kauft man sich natürlich mit einem schlechten Chance-Risiko-Verhältnis ein und das führt langfristig nur zu einer negativen Performance. Insofern, wenn man hier agieren wollte, gibt es nur die Möglichkeit mit einem recht aggressiven Stopp und der würde eben unter dem gestrigen Tagestief liegen. Geht es dann hier eben nach oben, dann haben wir Potenzial in Richtung 1,60, 1,61 Range Oberkante. Das wird sicherlich spannend, wenn der Preis da ranläuft. Da muss man die Situation dann neu bewerten. Aber kurzfristig sieht das hier recht konstruktiv aus. Rücksetzer unter 1, deutlich unter 1,55 würden ergo den Markt dann hier deutlich zurückführen. Dann könnte es, auch wenn wir hier mal die Levels mal 1 einfügen nach Fibonacci, dann könnte es hier deutlich zurückgehen. Sie sehen auch, das 1,60er Level befindet sich hier auch knapp über 1,54. Also bis dahin sollten wir tunlichst nicht laufen. Dann gibt es einen Ausbruch unter das 61er Retracement Level. Dann kann man davon ausgehen, dass die komplette Impulsstrecke hier korrigiert wird. Und dann wären eben Preise im Bereich 1,47,50, 1,50 durchaus denkbar. Damit müsste man rechnen, wenn diese Supportzone beziehungsweise das letzte Tief aufgegeben werden würde. Also insofern ganz interessantes Setup, interessante Ausgangslage, sowohl auf Wochenbasis als auch auf Tagesbasis. Bleiben Sie mal hier im Fokus bei diesem Währungspaar sicherlich einen Blick wert. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Nachher wieder Bernd Zienkowski auf JFD Live Trading TV mit DAX und Co. Ich wünsche Ihnen erstmal ein glückliches Händchen und wenn Sie mögen, hören wir uns wieder. Bis dahin, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.